München Allianz Arena. Ein Mann, eine Vision. Hier soll er das schwerste Objekt erscheinen lassen, das je in Deutschland erschienen ist. Julius Frack, Weltmeister der Illusionen. Unglaublich, ich stelle es mir schon total gut vor. Hier wird dann der Bus erscheinen, die Rundbogenbühne, dann die rot erleuchtete Allianz Arena im Hintergrund. Also perfekt, eine Location, die man sich besser fast nicht vorstellen kann. Also ich freue mich riesig drauf. Der neue Mannschaftsbus des FC Bayern. 14 Meter lang, 4 Meter hoch und 24 Tonnen schwer. Wie soll er diesen Bus nur aus dem Nichts erscheinen lassen? Am Anfang jeder Illusion steht immer die Idee. Ist die erstmal geboren, geht es mit dem Team an die Umsetzung und Lösung der Tricktechnik. Zuerst mal habe ich gesagt, natürlich können wir Bus erscheinen lassen. Und ich dachte mir so, wir lassen ja schon seit Jahren Autos erscheinen, standardmäßig. Dann können wir das sicher auch mit dem Bus machen. Als wir uns dann näher damit befasst haben, haben wir natürlich gemerkt, der wiegt 24 Tonnen. Das ist also ein immenses Gewicht und hat uns natürlich vor ziemliche Herausforderungen gestellt. 2 Monate später. Eine Lagerhalle in Süddeutschland. Morgen wird der Kunde die Illusion das erste Mal sehen und entscheiden, ob sie überhaupt zur Aufführung kommt. Während das Team alles aufbaut, hat Julius Wichtiges zu erledigen. Das glamouröse Leben eines Künstlers. Gepackt zum Baumarkt. Da Julius alle seine Illusionen selbst baut, ist er Stammkunde im Baumarkt. Diese Winkel tauscht er um, da er eine bessere Lösung gefunden hat. Dafür braucht er jedoch eine ganz besondere Farbe. Grün sollte sie sein. Wir haben ein paar Bretter, die direkt neben diesem Kunstrasen liegen. Und die an der Schnittkante nicht so auffallen, werden wir die jetzt noch grün anstreichen. Dazu noch ein paar Klebebänder, die kann man nämlich immer gebrauchen und dann zurück zur Halle. Hier kommt auch schon die grüne Farbe zum Einsatz. Das Team arbeitet unter enormem Zeitdruck, da morgen alles perfekt funktionieren muss. Besprechung mit den Pyrotechnikern. Um die Show noch eindrucksvoller zu gestalten, kommen 30 Pyro-Effekte zum Einsatz. Nummer 1 funktioniert perfekt. Und Nummer 2 will einfach nicht aufhören zu brennen. Das darf morgen auf keinen Fall passieren. Der größte Gegner ist die Zeit. Und auch die Musik ist noch nicht fertig geschnitten. Das Team ist schon lange nicht mehr im Zeitplan. Hat er sich mit diesem Projekt vielleicht doch übernommen? Langsam wird es dunkel. Immer wieder tauchen kleine Stolpersteine auf, wie zum Beispiel der Vorhang. Er klemmt immer wieder und lässt sich dann nicht bewegen. Es hat noch keine Show gegeben, wo so ein mobiler Vorhang im Einsatz war, wo es nicht irgendwo gehakt hat. Deswegen habe ich mich mit Händen und Füßen eigentlich gesträubt dagegen, diesen Vorhang zu benutzen. Ich kenne das schon, das ist immer, immer, immer so. Aber wir hatten keine andere Wahl, als alles andere wäre wegen Wind nicht sicher genug gewesen. Und was macht ihr jetzt? Wir müssen noch alle die Verbindungen noch mal überprüfen, wo es jetzt gehakt hat und dann hoffen, dass es dann läuft. Es wird immer später. Und deshalb motiviert Julius noch einmal sein Team, um mit voller Power die Proben zu beginnen. 14 Meter lang, 4 Meter hoch und 24 Tonnen schwer, der neue Mannschaftsbus des FC Bayern. Noch nie hat in Deutschland ein Illusionist ein Objekt mit diesem Gewicht erscheinen lassen. Die Erwartungen sind hoch. Schließlich hat sich der Kunde diese Illusion einen großen Betrag kosten lassen. Es war noch echt mega stressig. Natürlich 1000 Probleme und dies und das und jenes. Aber jetzt haben wir es auf die Reihe gekriegt. Heute entscheidet sich, ob all die Arbeit umsonst war oder ob Julius Frack, der Weltmeister der Illusionen, den neuen Mannschaftsbus des FC Bayern live vor der Allianz Arena erscheinen lassen wird. Das ganze Team ist voller Vorfreude und freut sich nun endlich darauf, die Arbeit von 5 Monaten zu einem Abschluss zu bringen. Die Anspannung steht dem Team ins Gesicht geschrieben. Jetzt entscheidet es sich für den Kunden, ob er sein Geld in Julius Frack richtig investiert hat. Dieses Team hat hart an dieser Darbietung gearbeitet. Doch jetzt kommt es ganz allein auf ihn an. Julius läuft nervös hin und her, aber auch der Kunde ist angespannt. Für sie ist es das erste Mal, dass sie den erscheinenden Bus live sehen.
Bisher haben sie nur das Wort von Julius Frack gehabt, dass er das Unmögliche möglich machen kann. Wird ihnen das Endergebnis gefallen? Wird Julius die größte Illusion seines Lebens live vor der Allianz Arena vorführen? Ja, er wird. 2 Wochen vor der großen Show macht sich Julius auf nach München. Heute wird er mit seinem Kunden die letzten Details für das Event der Superlative besprechen. Im Meeting werden alle Unklarheiten geklärt und auch besprochen, welche Stars des FC Bayern bei der Show anwesend sein werden. Heute ist der große Tag. Das Team hat nahezu alles aufgebaut und wartet sehnsüchtig auf die Gäste. Letzte Besprechungen mit dem Regie-Team. Julius Frack steht kurz davor, die größte Illusion aufzuführen, die er je präsentiert hat. Langsam betreten die Zuschauer das Plateau vor der Allianz Arena. Sobald die Sonne untergegangen ist, geht es los und die Show beginnt. Sind Sie bereit für das Wunder von München? München bewegen, man kann. Dieser Bus ist das schwerste Objekt, das jemals auf einer Bühne erschienen ist. Mit an Bord Fußballstar Thiago Alcantara. Um das Wunder von München zu verwirklichen, arbeitete ein 24-köpfiges Team ein halbes Jahr unentwegt und verbaute dabei 6 Tonnen Illusionstechnik. Welches Projekt als nächstes kommt, steht wohl nur in den Sternen.